Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier am Donnerstag, dem 17. Januar 2019. Ihr hört die Geek Talk Daily 545. Ich habe heute euch die folgenden Themen mitgebracht. Flash, Twitter, AMP, 10 Jahre Challenge und HoloLens. Ich beginne gleich mit Flash. Nee, ich meine nicht den Marvel Superstar oder die Figur von denen. Nee, es geht um Flash. Mögt ihr euch erinnern, früher das blinkende, bewegende, was irgendwann mal noch cool war, als das Internet noch sehr, sehr langsam war? Ja, Schnittstelle, das Plugin Flash wurde ja schon von verschiedenen Browsern verbannt. Apple mit Safari hat ganz lange verstoßen, andere Browser auch. Google hat dann irgendwann mal nachgezogen, auch mit dem Plugin, wo man es noch nachträglich mit reinnehmen konnte. Oder kann man das noch? Bin ich mir ganz sicher. Habe ich mich nicht wirklich damit beschäftigt. Was aber jetzt ist, Firefox hat bekannt gegeben, wenn das Ende von Flash bei Ihnen kommt. In diesem Jahr noch, man munkelt auf den September, soll die Version kommen, wo Flash draußen ist, aber es sich noch aktivieren lässt, auch über eine Plugin-Geschichte. Auch das Plugin soll verschwinden, das wird dann aber 2020. Somit haben dann alle großen Flash verbannt und wir dann endlich auch wieder mal ein sichereres und schöneres Internet, würde ich doch behaupten. Weiter geht's mit Twitter und da wird's auch schöner. Noch Ende letzten Jahres hat's bei der iOS App ein Update gegeben, da konnte man endlich umstellen auf die chronologische Timeline und nicht dieses Twitter weiß, was du magst, was man von anderen Social Networks auch kennt. Nun wurde das Update für die Android-App ausgerollt. Wer also unter Android unterwegs ist und die Twitter-App nutzt, kann bald oben rechts oder eben mit dem Update jetzt oben rechts auf den Button drücken und bekommt die richtige Timeline. Ich sage euch, das macht viel mehr Spaß, dann auf Twitter unterwegs sein damit. AMP ist ein Format, das vor circa 3 Jahren von Google unter anderem initiiert wurde für die Websuche, um das Ganze besser zu standardisieren und generalisieren. Und grundlegende Regeln hat da Google auch festgelegt und immer wieder mal ein bisschen angepasst. Wer das die Möglichkeit bei sich auf seinem, sagen wir jetzt WordPress und anderen Instanzen installiert hat oder das Ganze verwendet, der hat sicherlich, wie ich auch, von ein oder anderen Projekt ein Mail bekommen, dass es da Probleme gibt. Nämlich Google hat ziemlich, ohne Vorankündigungen von 0 auf 100 festgelegt, dass die Breite der Bilder nicht mehr 996 Pixel breit ist, sondern 1200 und somit dürfen jetzt viele Webseitenbetreiber ihre ganzen Projekte überarbeiten. Auf meinen Blogs hat's auch von den uralteren Beiträgen noch einige mit drunter, die dem nicht entsprechen und somit habe ich eben die Mail auch für diverse Projekte erhalten. Zumindest oder zum Beispiel auch für den Geek Talk, wo wir früher noch Bilder mit drin hatten. Da darf ich auch ein bisschen nachbessern. Mal schauen, wenn ich die Zeit dazu finde. Dann geht's weiter mit einer Challenge, die heute in den letzten Tagen ein bisschen durchs Web ging. Egal ob bei Facebook, bei Twitter, aber auch bei Instagram logischerweise. Gibt's diese Bilder rechts und links, 2 Köpfe, links ein jüngeres Ich, rechts ein aktuelleres Ich. Meistens geht's da um einen 10-Jahres-Unterschied. 10-Year-Challenge als Hashtag oder Hashtag 2009 versus 2019. Einfach mal, um zu zeigen, wie habe ich früher ausgesehen, wie stark habe ich mich verändert oder eben auch nicht, wie jung bin ich geblieben etc. Und ja, was gibt's da zu sagen? Unschön ist, dass dahinter wahrscheinlich wieder mal ein bisschen Kalkül der großen Plattformen steckt. Es gab da so ein Tweet, wo Facebook meinte, sie haben zu wenig Daten von ihren Newsen, so über Daumen gebrochen, und Zuckerberg meinte dann, ja, lass uns doch eine Challenge eröffnen, wo die Leute alte und neue Bilder reinschmeißen, womit wir dann unsere ganzen AI verbessern können. Das Ganze nachzulesen in ein bisschen
deutlicher und besser geschrieben. Ein Link dazu auf daily.geektalk.ch und somit immer, wenn ihr solche Challenges seht, auch mit Büchergeschichten und alles Mögliche. Ich sage da jedes Mal, wenn man mich darauf anspricht, dass ich da nicht wirklich mitmache, weil das sind alles Daten, die wahrscheinlich auf irgendeine Art und Weise dann auch wieder mitverwendet werden. Natürlich, Paranoia kann man dem als mein sagen, das andere, man weiß, datengetriebene Unternehmen wie Facebook und Google, die brauchen sowas und ja, man muss denen ja nicht alles liefern. Gehen wir weiter zu einem letzten Thema, zu einem Thema, was die Mobile World Congress betrifft in Barcelona, der Ende des nächsten Monats stattfindet. Und da soll Microsoft, und das ist ein Gerüchtethema, die HoloLens 2 vorstellen. Zumindest sicher ist, dass sie einen Termin rausgegeben haben, dass da was kommen wird. Man weiß auch, wer da so spricht und unter anderem spricht eben auch der HoloLens-Erfinder Alex Kipman und somit könnte es ziemlich gut sein, dass es in die Richtung geht, zumal man ja auch für 2019, damals vor 2 Jahren, angekündigt hat, dass es dann Neuigkeiten in Richtung HoloLens gibt. Die Frage ist natürlich, gibt es schon die fertige zu sehen oder sieht man einen Entwicklungsschritt, wo es hingehen soll und so? Geschichten. Wir dürfen gespannt sein und ja, den Mobile World Congress natürlich verfolgen. Und das werden wir natürlich hier auch unter anderem über die Daily für euch. Lasst euch überraschen. In dem Sinne waren die Neuigkeiten, welche ich heute für euch bereit hatte. Ich wünsche euch einen schönen und erfolgreichen Tag und morgen werden wir uns noch das letzte Mal für diese Woche hören. In diesem Sinne, bis bald. Euer Poughkeepsie. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.